Hallo! Und herzlich willkommen zurück zu PT, liebe Freunde. Es ist helllichter Tag und ich habe trotzdem jetzt schon Angst wieder, ey. Ich habe meinen Kopfhörer extra schon etwas leiser gedreht, also nicht leise, aber trotzdem war er laut. So. Ja. Wir haben was rausgefunden in der letzten Folge. Beim Schneiden ist es ein bisschen aufgefallen. Nämlich hat das was mit dem Hello und diesem Ding hier zu tun. Weil ich ja schon die ganzen letzten Male immer gesagt habe, see you from L. Das war alles ein bisschen sehr seltsam. Deswegen müssen wir jetzt erstmal hier durchgehen. Und wir zeigen euch das Ganze einfach mal gleich. 23:59 Uhr. Jo. Immer noch. Und die Degus geben wir jetzt schon auf den Sack, ey. So, na dann. So. So, da steht jetzt Hello. Da steht Hello. Wenn ich jetzt weggucke, steht da nur noch Halo. Halo. Halo, 1 bis 5. So. Ja, mach mal hier. So. Hätte der doch. Genau, wir müssen das der so lange machen. Der steht da. Hell, okay. Los. So. Der steht da. Ich würde gehen. Ich würde an deiner Stelle gehen. Okay, stimmt ja, ja. Alter. Wir haben was gehört. Alter. Ein kleines, krankes Lachen. Okay. So. Und es ist 0 Uhr. Da passieren ja die schönsten Dinge. Haben wir eine ganze Minute, Mensch, jetzt sie braucht. Okay, jetzt. Na los, komm, trau dich. Okay, jetzt leuchtet da ein rotes Lämpchen. Dreh dich mal, ob da noch Hello oder sowas steht. Nö, da steht ja Hello nicht mehr. Ist weg. Hello, Alter. Ist weg, die Bartür ist zu, ja. Stimmt, ja. Da steht immer noch Hell. Und du musst vielleicht einfach geradeaus. So, das Radio ist an. Aber es ist nicht mehr die gewohnte Stimme. Guck dich mal nicht so um. Oh Gott. Geh einfach weiter. Ja. Ich habe Angst, was passiert. Ja, ich würde eher weitergehen. Wenn ich immer tiefer in die Soße reingehe. Was ist denn jetzt? Wir haben Droh. Oh Gott, jetzt rennt er ganz schnell. Oh, guck mal, hier sind auch. Die Bilder sind alle ganz lustig. Die bewegen sich. Das sind Augen in den Bildern. Ja, ja. Guck dir mal die Bilder an. Ey, scheiße, nee. Guck dir mal die Bilder an. Das sind nicht... Das sind alles Augen. Uah. Oder fast alles Augen. Los geht's. Und es ist alles ein bisschen benebelt. Hier ist jetzt Licht an. Okay. Alter, scheiße, ey. Ich finde, also, ich muss sagen, die Helligkeit verdirbt ein bisschen die Stimmung. Nee. Doch. Na dann, weiter geht's. Ich hab immer noch tierische Angst. Der Raum sieht jetzt ein bisschen anders aus, wie uns aufgefallen ist. Stimmt. Oder wir sind jetzt einfach in der nächsten Etage, oder wie auch immer man es... Oh Gott. Da komme ich jetzt ja auch nicht drauf klar. Nicht? Ja, guck dich mal hier ein bisschen um. Naja, da am Schreibtisch. Warte. Wir laufen jetzt im Kreis. Ah, das ist ja noch lustiger. Das ist jetzt... Nee, doch, das ist das, wo es eigentlich das Radio stand. Nee, gar nicht. Nee, das ist das, was hier gegenüber ist. Ja, ja. Nur spiegelverkehrt. Ja, genau. Wir laufen jetzt im Kreis und das ist alles spiegelverkehrt. Alter. Alter. Was ist denn hier links? Achso. Das Bad. Das sah gerade aus, wäre da irgendwas davor. Oh Gott, ey, ich hab's. Alte Scheiße. Ich weiß gar nicht, ey. Was hat denn der genommen, Alter? So, da ist die Tür. Ja, aber ohne Mäntel. Und wir kommen weiterhin nicht raus. Puh. No escape. Alter, was ist das? So, das ist... Weiß ich nicht, was das für eine Tür ist. Ja, laub einfach mal, oder? Ich würde sagen... Du hast Angst, kann das sein? Ja, ein bisschen, ja. Dass ich jetzt um die Ecke komme und da irgendwie, keine Ahnung... Ja, guck dich mal irgendwie auf den... Die alte Frau, wie das ist. Nee, es kann nicht... Ja. Das ist aber ein Mund, oder? Das ist ein Mund, ja. Okay. Das ist alles jetzt ein Mund. Ja. Oder das ist ein Auge, das so raus... Also, Der Mund ist doch hier. Ja? Ich glaub schon. Na egal, steht irgendwas auf den Bildern drauf? Nee, wa? Ja, wir sollen ja immer mal näher ranzoomen und lange ranzoomen. Das hilft ja auch irgendwie.
Es kann sein, dass wir irgendwas hier jetzt erleben müssen. Ja, ja. Oh Gott, ey. Weil es sieht alles gleich aus. Wir laufen tatsächlich im Kreis. Ja, ist ja nicht wirklich ein Kreis. Naja, ja, rechts, aber links, links, rechts oder sowas. Aber ich glaube, den Zyklus haben wir jetzt gerade schon erlebt. Dass wir jetzt vielleicht irgendwas machen müssen. Triggern müssen. Das Gesicht, also das Bild ist ein bisschen komisch. Nicht, dass wir jetzt irgendwie die Fotos hier angucken müssen. Ich würde einfach noch weitergehen, aber du bist ja am... Ja, ich habe keine Ahnung. Am Gange. War das Bild gerade schon unten? Vielleicht ist das... Dass das Loch zum Bad war? Eine Art Hinweis. Guck mal durch da. Da sieht man nix. Oh! Gott. Ich muss das auch noch weiter machen. Ja, ja. Aber kannst doch erstmal weitergehen, wenn du willst. Jetzt doch. Jetzt musst du vielleicht bis zu einem bestimmten Punkt machen. Ja, es ist ziemlich schwierig, hier reinzudrücken. Und das Ding dann gleichzeitig noch zu bewegen. Das Geräusch, Alter. Was ist das, wo okay, gerade das Kind gebärt? Das ist das Gleiche. Ja, ja, aber vielleicht lass das mal eine Weile. Ich glaube, ja. Und dann guckt dein Auge nämlich durch. Ich bin mir da ziemlich sicher, dass das passiert. Da fällt mir vor Schreck der Kopfhörer runter. Weil das ist nämlich das gleiche Geräusch jetzt wieder. Oh. Ich entferne mich etwas. No turning back now. Jetzt ist die Badtür wieder offen. Jetzt gibt's kein Zurück mehr. Es gibt kein Zurück mehr. You got fired, so you drowned your sorrows in Kind booze. Ist so wie da. She had to get a part-time job working a grocery store cash register. Only reason she could earn a wage at all is the manager liked how she looked in a skirt. You remember, right? Exactly. Das Baby redet. Back. Guck mal, das ja, ne? Baby an. Ja, ja, das hat gerade. Das hat gerade den Mund bewegt. Oh, diese Herzmuskeln, Alter. Das springt mich irgendwann an. Ich sehe das kommen. Tja. Okay. Tja, die Frage ist, ob der jetzt einfach raus muss. Probier's mal andersrum. Nee, geht nicht. Na, sonst geh doch einfach mal weiter und dann werden wir sehen, ob wir es normal machen müssen oder anders machen müssen. Ja, wir müssen jetzt auf jeden Fall auf Bilder achten. Alter Scheiße, ey. Es macht keinen Unterschied, ob es jetzt hell oder dunkel ist. Echt, ohne Spaß. Ich hab tierische Angst. Ich sag, bei mir geht's, glaube ich, weil ich einfach nicht spiele. Weil du nicht spielst, genau. Das ist der erste Part, also man muss hier immer... Hier ist das auch offen, vielleicht musst du jetzt einfach an jeden der Räume gehen. Ja, wir müssen uns die Geschichten uns jetzt ja, vielleicht ja. anhören. Los geht's und wieder... War da gerade ein Schatten? Okay, geh weiter. Weiß ich nicht. Nee, draußen, nicht hier. Da... Achso, nee, war wahrscheinlich einfach nur... Guck mal, das Baby hier an. Ist hier das auch, ist ja auch das Baby? Da, nee, ist es nicht, ne? Ah, okay. Da konnten wir aber von der Seite auch nicht durch das Loch gucken. Nee, das geht ja nicht. Weil es da quasi keine Seite gibt. Ja, ja, eben. Alter Vater, ey, echt. Okay. Oh Gott, okay. Langer Gang und... Licht am Ende des Tunnels. Normales Licht, was irgendwie... Oh Gott, ey, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Ich hab Angst, dass jetzt irgendwas aus der Ecke kommt oder so. Er läuft wieder normal. Ja, ja. Ich. Und der Wecker ist weg. Oh Gott, wir wissen nicht, wie spät es ist. Wir können auf unser, ja. unser Laptop gucken. Okay. Das Bild hängt ja wieder. Hier und ist kein Loch. Normal wieder. Oh nein. Nein.
Ach, los. Das bringt überhaupt nichts. Doch, ich bin weiter weg. Nee. Oh Gott, doch. Ich renne jetzt, ich laufe jetzt einfach hier durch. Okay. Alles wieder hell. Okay. Das ist jetzt 0 Uhr 1? Nee. 0 nee. Uhr immer noch. Okay. Zumindest ist das rote Licht weg, zumindest hier am Anfang, weil das ist schon sehr creepy, wie ich finde. Das stimmt. So, ein kleines Déjà-vu. Komplett dunkel da drinnen. Du traust dich aber, Alter. Ja, ich hab's auch gerade. Okay. Okay, immer noch hell. Immer noch hell, ja. Oh, fuck. Alter, das können die nicht machen, ohne Scheiß. Das geht mal gar nicht. Das ist doch nicht wahr. So, liebe Freunde, wir sehen uns morgen. Nein, tun wir nicht. Vergiss. Ich laufe jetzt da rein. 204863. Okay, das wissen wir. Was? Was sagt er? 204863. 204863. 204863, wie ich letztes Mal schon. Geh mal links. Behebt diesen verdammten Fehler, Ursache, Fragezeichen vor dem Erscheinen. Gott, was ist denn das? Haben wir es geschafft? Haben wir es geschafft? Passen Sie auf, der Spalt unter der Tür, das ist eine andere Realität. Das einzige Ich bin ich. Sind Sie wirklich das einzige Sie? Was? Keine Kakerlake auf jeden Fall. Oder habe ich jetzt irgendwas verkackt oder so? Weiß ich nicht. Es ist noch nicht zu Ende. Nee. Es ist 23.59 Uhr. Ich habe auch die Taschenlampe. Guck mal nach rechts zu dem Bild. Okay. Meine Stimme, kannst du sie hören? Dieses Zeichen kannst du verstehen. Ich werde auf ewig warten, wenn du kommst. Schaut auf dem Bild drauf. Okay. Es ist einfach mal scheiße, komplett dunkel. Oh Gott, ich habe Gänsehaut. Es ist ohne Spaß. Ich weiß nicht, was hier abgeht. Okay, die kommen immer noch from hell. Oder vielleicht war es auch einfach wirklich ein Bug oder so? Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Dann würde nicht sowas kommen, dann würde sie es aufhängen oder so. Vielleicht haben wir irgendwas falsch gemacht oder so. Vielleicht haben wir wirklich irgendwas falsch gemacht. Also ich weiß es nicht. Er muss, glaube ich, in das Bad rein. Guck mal, eine Baby. Ist dir übrigens aufgefallen, dass im letzten Teil das Wasser aus der Wanne war? Ja, ja. Okay. Ist in der Wanne was? Ich glaube, wir sehen die Rückseite des Bildes, ne? Ist in der Wanne was? Alter Vater, ey, echt. Ja, guck mal das Baby an. Hat's gerade verschwommen? Ja, ja. Okay. Keine Glocke. Hat unser letztes Stündlein geschlagen? 23.59. Ich raff's nicht. Na, lauf einfach mal weiter. Alter! Ey, ich raff's gerade echt nicht. Behindert. Mit deinem scheiß Soundeffekt, ey. Krass da aus. Vielleicht. Es ist jetzt wieder hier die Musik, die immer leiser wird.
Ist die Tür immer noch offen? Ja. Sie rufen mich aus der Hölle. Komm, geh raus. Nimm den Mantel mit, es regnet. Und raus. Ja, das ist wirklich die bessere... Eine gute Idee irgendwie. Das wird nicht übersetzt, wenn ich ranzoome. Ah, doch. Verzeihung. Geh weiter, bitte. Ich hab Angst. Sobald das Walkie-Talkie losgeht, habe ich Angst. Das Walkie-Talkie? Na, dieses, naja, das Baby-heulende Frau-Geräusch. Aber es wird auch nicht wieder 0 Uhr. Nee. Es wird niemals mehr 0 Uhr. Also wir haben ja hell gemacht, danach war es... Guck mal auf die Desks hier. Guck einfach mal rum, bitte. Warte mal, ich dreh mich vor, erstmal noch da. Nicht, dass irgendwas noch aus der Ecke... Dann kommt die Alte wahrscheinlich von der anderen Seite. Kannst, wenn du da überall ranzoomst, irgendwie einfach mal und dann gucken? Warte, es ist ziemlich schwierig, so den Stick zu bewegen und gleichzeitig... Ist auch ein bisschen creepy, wenn es so langsam geht. Naja, naja. Weil ich mich auch nicht so... Guck mal das Bild an, wo das Loch eigentlich ist. Das ist nicht das Loch, oder? Naja, aber das Loch ist... Eigentlich ist es hier gewesen. Also gerade war es hier. Und da hing das Bild. Vielleicht musst du auch irgendwie die Glocke abwarten. Ich hab schon mal Gänsehaut. Vielleicht ist doch scheiße die Glocke, wir wissen es nicht. Jetzt hat's aufgehört. Ey, es ist so creepy. Ich guck nochmal hier auf den Tisch. Ist auch nichts. Gib mir den Schlüssel. Ohne ich will hier raus. Da muss ein Auto sein, ey. Was, ein Auto? Das ist ein Autoschlüssel? Naja, das eine. Stimmt, ja. Ja. Oben, was ist denn? Ist nur noch oben die Laterne, ja, wa? Ja. Okay, da ist auch nix. Nee. Alter. Ich raff's grad nicht. Was? Hä? Ich hab keine Ahnung. Was ist jetzt anders als vorher? Und das bleibt ja alles gleich. Wir müssen irgendwas machen. Es ist irgendwie unfassbar. Und es ist 23:59 Uhr, liebe Freunde. Bei uns jetzt nicht ganz, aber vielleicht zum morgigen Tage. Vielleicht passiert irgendwas um 23:59 Uhr. Ja. Tja, liebe Freunde, 23:59 Uhr, obwohl wir an sich schon 0 Uhr hatten, sehr seltsam. Wir haben keine richtige Ahnung, weshalb und warum hier... ja, quasi wieder eine Minute vor ist. Vielleicht sind wir in der Vergangenheit zurückgereist, man weiß es nicht. Es ist so creepy, Alter. Es ist sehr creepy. Ja, morgen sehen wir uns wieder, liebe Freunde. Wenn wir da überhaupt noch leben, ja. Also, Oculus Rift mit dem Ding und du kannst mich direkt einliefern. Aber hallo. Ja, morgen sehen wir uns wieder, liebe Freunde, um 21 Uhr bei PT. Ich freue mich. Du wiederholst dich sehr gerne, oder? Ja, ich wiederhole mich sehr oft gerne. Und ich freue mich wahnsinnig auf Silent Hill. Wenn das genauso wird, dann leck mich am Arsch, dann, ne? Voll geil. Macht's gut, bis morgen. Bis dahin.